Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Neverwinter Nights 2. Wir stehen hier im Dockviertel, wo Sand doch irgendwie einen Debuff hat. Situation verringert, jetzt hat er ihn nicht mehr. Sehr schön. Was ist in der letzten Folge nochmal passiert? Ach ja, Eldanon ist entführt worden, das weiß ich noch. Was hatte ich jetzt vor? Ach ja, Lord Taverick anwesend. Ist klar. Sonst auch scheinbar. Ach doch, wir könnten noch mal eben vorher nach Westhafen und mit der Retta Starling sprechen, wegen ihrem guten Sohn Lorne. Der irgendwie alles andere wie gut war, aber egal. Und ja, können wir da mal Hallo sagen. Ja, ja, die aktuellsten Neuigkeiten, so aktuell werden die nicht sein. Da brennt immer noch das Häuschen im Ladebildschirm. Schön, dass die Westhafner auch überhaupt keine Anstalt machen, ihr Dorf mal wieder aufzubauen. Könnte man ja auch mal machen, ne? Aber die mögen scheinbar verbrannt und alles. Hallo Dagon, kann ich wieder mit dir reden? Versuch vielleicht mal auf dem Rückweg. Erstmal hier, da. Retta Starling, die verletzt ist. Das geht doch nicht. Heilen wir sie direkt mal. Komm, hier so ein schweren Ding. Braucht sie höchstwahrscheinlich nicht, aber wir sind ja nette Menschen. Seid von euren Reise zurück, aber gedenkt wohl nicht zu bleiben. Ich kann kaum glauben, dass Lorne für die Laskener gearbeitet hat. Er war so ein guter Junge. Ich glaube euch, dass ihr keine Wahl hattet, als gegen ihn zu kämpfen. Ich wünschte nur, es wäre anders gekommen. Euer Verlust tut mir leid, das stimmt. Ich hoffe, sein Geist hat Ruhe gefunden, wo immer er auch liegt. Nun weiß ich wenigstens Bescheid. Ich glaube, ich wäre gerne allein, Jade. Leb wohl. Okay. Wieder wäre uns ja ins Haus schmeißen. Die Organe kann ich aber auch rufen. Den rufe ich irgendwie nie. Weil ich schon kostenlosen Gefährten und ich rufe ihn nie. Da steht ein Schweigen. Jade will nicht mit uns reden. Oder Schwein. Tschüss, Schwein. So, dann ja, hauen wir wieder ab nach Nirenthal und gehen mal zu dem guten Herrn Taverick und sagen da mal Hallöchen. Schwarz ist wo der. Wir sollen den guten Herrn ja beschützen vor irgendwelchen Mördern, die seinen Splitter haben wollen. Was das genau für Mörder sind, wissen wir ja nicht. Wisst ihr nur, dass die anderen drei, ich glaube es waren drei Leute, also von seiner alten Gruppe, dass die schon getötet worden sind. Er hat den letzten Splitter. Naja, präsentiert sich natürlich als Ziel, aber Lord Nashor will natürlich überhaupt nicht, dass der gute Herr Taverick in Gefahr gerät. Deswegen sollen wir ihn ja beschützen. Ich habe auch die Gruppe, die ich da verdient wollte, ja. Rüstungsmalus minus 8, ja. Kann mir egal sein, schon dass es da nochmal steht. So ist Eogan eigentlich mal weg und die anderen Tierchen sind mal da. Warum wohnt der gute Herr Taverick denn nochmal? Thema war es nicht. Ach, dahin. So weit dahin wohnte der. Also an sich ist die Gegend hier ja schön. Aber irgendwie diese sehr komischen, steilen Hügel, die jetzt ziemlich unnatürlich steil sind teilweise, die zerstören irgendwie das Gesamtbild ein bisschen. Aber ich find's trotzdem mit Dockviertel schöner, muss ich sagen. Gaff und, wie heißt der andere? Weatherlay. Hallöchen. Auch die ringen von alleine mit uns. Halt, stehen bleiben! Wer seid ihr und was habt ihr hier zu suchen? Lasst euer Halt stehen bleiben, ihr pingeliges Würstchen. Jade Winter ist das. Ich bin ein Halbtroll. Ihr müsst meinen Kameraden entschuldigen. Meine Dame, wir haben als Wachhunde angefangen, müsst ihr wissen. Und nichts mag ein Wachhund mehr, als seine eigene Stimme zu hören. Besonders wenn sie jemand anherrscht, zu halten oder fragt, was man hier zu suchen hat. Kann ich mir vorstellen, die Gefahr für dieses Haus ist real. Er hat recht, Vorsicht walten zu lassen. Da seht ihr. Vorsicht,
Wisst ihr, was dieses Wort bedeutet, Ursalay? Eine schlechte Idee, ihn zu ermutigen, meine Dame. Er hat seine eigenen Kinder aus dem Haus gesperrt, weil sie seine letzte Parole vergessen hatten. Okay, das ist ein bisschen krank. Aber das war ja nur auf dieses Haus bezogen und nicht allgemein. So eine dunkle, verregnete Nacht, Ursalay, und der junge Ronald wuchs damals so schnell, dass ich ihn kaum erkannt habe. Hallo. Das sollen die Götter beurteilen, Gaff. Hören wir jetzt auf, den Knappen zu belästigen, bevor sie sich entschließt, uns ins Einsen legen zu lassen. Ja, daran hatte ich gerade schon eben gedacht, und dazu mir vorwegnimmst. Der alte schwarze Ballard erwartet euch drin, Knapper. Rechts durch die Tür und geradeaus der Haupthalle. Sagen wir dem schwarzen Ballard doch mal Hallo. Der freut sich bestimmt, uns zu sehen. Also ich würde mich freuen, uns zu sehen. Naja, geht. In so eine Gruppe bei mir zu Hause eintreten würde, ich würde erstmal schreien, glaube ich. Bei Polizei rufen. Okay. Der Flur hier ist irgendwie sinnlos, aber egal. Hallo. Der ist aber schön, finde ich. Müsste man auch nur wie die, den Thronsaal ein bisschen mehr ausschmücken. Es tut mir leid, mein Herr, aber das Mädchen muss gehen. Ach, schaut sie euch doch an. Seht, so ein hübsches Mädchen würde jeden Mann gut am Leben halten. Sogar so einen alten Greis wie mich. Genau das will Nasher, oder? Mich am Sterben hindern, hm? Lord Nasher macht sich Sorgen um euer Wohlbefinden, vor allem angesichts des kürzlichen Todes eurer Gefährten. Wenn Nasher sich um mein Wohlbefinden sorgen würde, würde er mir eine Portion Jugend kaufen. Oder wenigstens einen Harem. 84 Mädchen, eins für jedes Lebensjahr. Ja, vielleicht? Soldaten! Milja, meine Liebe, ich bestehe darauf, dass ihr zurückkommt und für mich spielt. Vielleicht übermorgen Abend? Mein Herr, ihr seid sehr freundlich. Es wäre mir eine Ehre. Ja, der Ausgang ist da, aber ist ja egal. Wem soll ich zuerst sprechen? Mal mit ihm hier. Der ist aber groß. Knappe Jane Winter, Hauptmann Andrew Ballard, zu Diensten. Bisschen so. Wenn ich so sagen darf, Knappe, es ist eine Ehre, mit euch zu dienen. Meine Männer und ich waren bei eurem Gottesurteil. Viele Veteranen wurden warm ums Herz, als euer Freund diesen laskanischen Hund geschlagen hat. Ja, danke. Habt ihr das Haus untersucht? Ja, Knappe. Ich habe das Haus bereits einmal durchsucht. Die äußersten Türen sind gesichert und meine Männer im ersten Stock eingewiesen. Das sind insgesamt 5 erfahrene Männer. Nur? Ich hätte schon mit ein bisschen mehr gerechnet. Der Ruhige mit dem Bogen ist Corn Leffin. Er sagt nicht viel, aber er hat mit seinen Pfeilen mehr Laskanar getötet als jeder von uns. Mein Sergeant ist Deorwin, genannt Graulocke. Er ist wie ein Vater für die Jungen und tödlich mit der Axt. Gaff von Weatherlake kennt ihr bereits. Ich bringe sie rein und schließe die Vordertür, wenn es dunkel wird. Wenn ihr erlaubt, möchte ich auch gern alle Ausgänge verbarrikadieren. Na, wenn wir raus müssten, das ist wirklich, wäre wirklich ein Problem, aber ich sag mal, wenn ihr das für das Beste haltet. Ich schicke Finn und Derwin nach Tischen und so weiter. Der alte Mann wird nichts vermissen. Hier gibt es Zimmer, die seit Jahrzehnten unberührt sind. Mindestens. Wenn ihr den alten Mann nach oben geschickt habt, gehen wir los. Ja, dann gehe ich mal und rede mit Tavarik. So. Hallo, Derwin Graumantel. Es macht mich stolz, mit euch zu dienen, Knappe. Schön. Finn senkt seinen Kopf und lächelt, schaut aber nicht vom Boden herauf. Okay. Kümmert euch nicht um Finn. Er ist ein guter Kerl, auch wenn er nicht viel sagt. Ja. Was ist sonst noch hier? Also da hinten ist ein Eingang. Da ist eine Tür. Ist auch eine Tür. Da geht's auch weiter. Ah, okay, ist also auch ein Ausgang. Gibt's hier irgendwas? Nee. Scheint wohl Küche zu sein oder sowas in der Art. Weil vielleicht auch nur die Vorratskammer, wer weiß. Guck mal raus.
Dach Transcend und Dingens gefällt es da drin so gut, dass sie nicht mehr raus wollen, machen wir die Tür mal zu. Boah. Also ist sozusagen hier der Mittelpunkt des Hauses, wie scheint, Taverick. Oder Cyrin heißt das, ne? Ja, Dickmann spricht es so aus. Was denn noch? Was denn? Noch mehr? Meint Nesha, dass mich eine Armee davon abhalten kann, tot umzufallen? Mein Name ist Jade Winter, mein Herr. Tja, gut für Nesha. Er sollte mir mehr Frauen als Wachen schicken. Bei den Höllen feuert alle Männer und stellt eine Armee aus hübschen Frauen auf. Die Stadtwache wäre viel beliebter, das garantiere ich. Ja, beliebter wäre sie schon, denke ich. Ja, und wer war die Frau, die ich vorhin sah? Was? Melia? Sie ist eins von Ophalas Mädchen aus der Maske. Sucht mich manchmal und erinnert mich daran, wie es ist, eine Frau im Haus zu haben. Ein bezauberndes Mädchen. Melia spielt die Harfe wie ein Singvogel. Ich kann sie nicht wirklich hören, aber es ist wundervoll, ihr zuzusehen. Wunderschöne Hände. Meine vierte Frau hatte wunderschöne Hände, fällt mir da ein. Wohin hat es sie gebracht? Sie ist hier ein verbranntes Häufchen Asche. Ja, notgeiler alter Knacker. Ein verbranntes Häufchen Asche? Genau, wollte diese wundervollen Hände zum Zaubern benutzen. Hab mich angefleht, ihr ein Zauberbuch zu kaufen. Dann versucht, explosive Runen auf ihr Tagebuch anzuwenden. Warum? Hübsches Ding, aber nicht besonders helle. Ja, merke ich. Ich hätte ein Auge auf sie haben sollen. Nicht, dass ich nicht ein Auge auf sie gehabt hätte, aber auf die falsche Art, wenn ihr versteht. Eigentlich eine Schande, dass die explosive Runen nicht auf euch gewirkt hat. Kannst du ja gerne nachholen. Das mit euren Freunden, da tut mir übrigens leid. Was? Ihr meint Darren und Brannick? Wahrscheinlich sind sie jetzt glücklicher als vorher. Haben sich immer benommen, als wären sie tot. Aber Hawks war anders. Er ist jeden Morgen zu Fuß zur Akademie und zurückgelaufen. Cyrin sagte immer, mein Herz ist genauso vergesslich geworden wie mein Kopf. Wenn ich das alte Ding nicht daran erinnere, zu schlage, lässt es mich einfach im Stich. Der gute alte Hawk saß immer auf den Bänken hier draußen und haben die hübschen Mädchen angegafft. Man weiß nie, ob nicht eine von ihnen ältere Männer mag. Das hat Hawks immer gesagt. Aha, eine perverse alte Opa-Freundschaft, das finde ich ja sehr schön. Naja, ihr seht für euer Alter wirklich noch, sehr jung aus. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Wenn er 80 ist, stimmt's. Wenn er 50 ist, eher weniger. Seht ihr, volles Haar und ich bin 84 Jahre, okay, doch. Ja, es gibt Leute, die sehen schlimmer mit 84 aus. Na los, es ist echt, könnt gerne daran ziehen. Das möchte ich aber bitte unterlassen. Wo ist denn euer Splitter? Ich hab ihn hier in meiner Tasche und da bleibt er auch. Hab Nesha gesagt, dass ich ihn nicht gebe und er meinte, dass ich es auch nicht tun müsste. Toller Kerl, Nesha. Scheint gerne auf seinem Thron herumzusitzen. Aber wie kommt das eigentlich, dass keiner Nesha mag? Das finde ich ja so seltsam. Einer meiner Vorfahren hat den Thron gemacht. Wohin hat es ihn gebracht? In Exil ist Eisvental. Dummer Narr. Hat seine Initialien in den Boden geritzt. Habe ich schon erzählt, was ich über Künstler denke? Seid wirklich gut da drin, das Thema zu wechseln. Oh, worüber haben wir gesprochen? Na, ihr solltet nach oben gehen, mein Herr. Oh, gut, verscheucht den alten Tatterkreis. Er stinkt sowieso nach Kohlsuppe. Nein, widerspricht mir nicht. Ich weiß, wie ich rieche. Vielleicht solltest du mal duschen. Ich bin oben in meinen Räumen. Leg mich hin und träume ein bisschen. In meinen Träumen sind immer hübsche Mädchen bei mir, die ich dabei bezahlen muss. Ja, dann weiter. So, Ballard, der ist oben, wir können loslegen mit was auch immer. Halt, warte, ich bin gleich zurück. Ich gehe voraus. Ihr falls wir irgendwie danach in einen Kampf geraten sollten, was ich nicht mehr weiß, buffe ich doch lieber schon mal meine Magier. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich da auf einmal vorbereitet stehe. So, Sand, du kannst ja auch nochmal den Schild draufklatschen. Zwei Sachen. Ja. Ein kleiner Segen kann nie schaden. Ich kann mal Segen hier raus tun. Nee, man die Segen hat. So. Ja, macht ein bisschen schneller. Das wäre schön. Deshalb immer so Vorsorge, damit die halt nicht zu schnell sterben. Da hätte ich nicht keine Lust drauf. So, Ballard. Sag nur ein Wort, Knappe, und wir schließen das Haus zu.
Eure Posten ist vor Terrorix Tür. Befehl von Nisha. Wo wollt ihr eure Männer stationieren? Schläger von Wesley an die Vordertür. Die beiden hören nie auf zu streiten, aber so bleiben sie hellwach und wir werden nur schwerlich überrascht. Finn und Darwin behalte ich hier bei mir. Diese Treppe ist der einzige Weg nach oben und wenn Ärger unterwegs zu Lord Tavarick ist, dann nur an uns dreien vorbei. Ihr seid die letzte Verteidigung, genau vor der Tür seiner Lordschaft. Wenn jemand an euch vorbeikommt, dann, naja, haben sie die Aufmerksamkeit des alten Mannes verdient. Habt ihr Vertrauen in all eure Männer? Ich kann für jeden einzelnen bürgen, Knappe. Wir waren zusammen in Laskenkrieg und seither in jedem großen Gefecht. Keiner von uns hat auch nur einen Tropfen vom Blut eines Feiglings. Ja, dann, sichert das Haus, Hauptmann, ich bin oben. Bin der, wenn ihr habt den Knappen gehört. Oder ein paar Tische und Stühle für die Barrikade. Ich sehe mich nochmal um. Zu den Höllen mit deiner guten Laune. Ich sag dir, da draußen ist ein übler Wind. Ei, aber du hast ihn zuerst gerochen, Gaff, und ich hatte keine doppelte Portion Bohnen. Ha! Warum kann der schwarze Ballard mir nicht mal Finn zuteilen? Dann hätte ich wenigstens meine Ruhe. Es liegt ein übler Geruch in der Luft, Weatherly. Und die Stille gefällt mir nicht. Was bei allen Höllen? Die Betonung. Bei den Göttern! Götter eher nicht. Zu den Waffen, Jungs. Der spricht auch ein bisschen komisch. Immer so auf das letzte Wort betont, aber wenn es ihm Spaß macht. Der Hauptmann schickt uns nach euch, Knapper. Unten sammelt sich ein übler Dunst und die Lichter, die Lichter sehen auf einmal merklich aus. Bin da irgendwie gerade rausgekommen. Nee, ihr beide bleibt hier und bewacht Lord Tavarick. Allknappe, wie ihr wollt. Nur einen hier oben zu lassen wäre, glaubt, ein bisschen, naja, leichtsinnig. So, dann gehen wir mal runter. Und stürzt uns in den Kampf oder was auch immer uns unten erwartet. Ich weiß ja nicht, ob die schon loslegen da unten. So. Es ist erst seit einem halben Tag so. Noch kein Anzeichen von Ärger, abgesehen vom Nebel, dem Gestank und dem kränklichen Licht. Knappe, eine Horde Dämonen. Sie sind durch die Vorhalle hereingestürmt und haben uns zurückgedrängt. Ei, und noch etwas hinter dem Rest. Was auch immer es ist riesig. Wie viele konntet ihr es erkennen? Keine Zeit, Knappe, sie brechen durch. Bereit zu starten. Das sind ja nur Imps. Die Krieger des Imperiums brauchen meine. Die kloppen wir doch so. Schön, dass ich eine Feuerwaffe habe, das ist ja super. Okay, Spiel auf zu laggen. Finde ich sehr nett von dir. Danke. So, hau die dummen Dinger hier weg. Feuer in die Kann ja wohl keinem erzählen, dass die irgendwie zu stark für uns wären. So, wollte ich nicht eigentlich nochmal irgendwie ausrüsten? Scheinbar nicht. So, der Ballard ist das, der hier Elektrizitätsschaden macht. Oh, darf ich ja. Oh, ich glaube, meine Boxing spinnen wieder. Schalte ich mal aus. Braucht ja keiner. Teufelein! So. Wir werden zurückkommen und vermutlich wird es noch schlimmer. Wie lauten eure Befehle? Bleibt an den Stufen zurück und setzt eure Bögen ein. Eiknappe, wir jagen ihnen Pfeilen in die Augen und schicken sie zurück in ihre dampfenden Gruben. Wenn sie aus dampfenden Gruben kommen, dann bitte. Einmal so ein Hammer der Götter, den sie auch hoffentlich mal zaubert. Ist ja manchmal so ein bisschen widerwillig, was das Zaubern angeht. Puh, da ist ja auch schon wieder irgendwer. Hat's getroffen. Ich sehe wieder nichts. Ja, scheinbar haben die da vorne alles unter Kontrolle. Ach, ein so gutes. Hallo. Ich werde mal mit ein bisschen leiden. Wäre doch mal eine Idee, ne? 140. Ja, ich liebe diesen Zauber. Ist einfach so geil. So, hau ihn weg. Könnte meinen zenitischen Bär, könnte ich auch nochmal rufen. Der hält ja auch einiges.
Ah, Crawler hat keine Fernkampfwaffe mehr, wie es aussieht. Dann kann sie sich doch mal direkt wieder neue einstecken. So. Bär beschworen. Ich möchte gerne da. Hauen die ihn weg. Was ist das? Mordekain Schwert, wie es aussieht. Was? Nein, ich wollte gar nicht Santa. Das wäre doch egal. Manchmal ist die Koordination hier ein bisschen dumm, vor allem in so Räumen. Hier, Unterkühlung, Kälte müssen doch eigentlich relativ viel Schaden machen. Ja, 51, sehr schön. Kommt hier direkt die nächste Welle, man hat ja auch nie Ruhe. So, einmal Sonnenstrahl oder was? Ja, genau. Mein Gott, also hier ist manchmal auch so ein Schadensfall, wenn man zwei Magier hat. Also auch herrlich. Tod den Untoten bringt nichts. Aber ich würde sagen, greif einfach an, Jade. Das ist, glaube ich, noch das, was am meisten hier Schaden macht. Ja, vor allem, wenn es Schaden macht. Oh, 20 Schaden ist doch ganz gut. Ein Schaden ist ja ein bisschen schlechter. Was? Irinien. Sand, was bannst du hier eigentlich? Du sollst nichts bannen. So, ach ja, Unheil von Nischka gebannt. Solange er. Ja, genau. Füßermann. Ich bin. Was ist das? Bezaubert. Strickt. Strickt, ja. Die ist sie getarnt oder was? So kann ich die nicht angreifen. Greif sie ihm nicht an, ne? Ist ja kein Thema. Ja, mach weg. So, wenn sie im Zauberreichweite steht, dann ist sie aber dran. So. 22 Schaden. So, ist doch mal was. Ja, toll. Hat ja sehr viel gezogen. Dann noch einmal so. Flammenschlag. Du sollst es aufnehmen. Naja, egal. Hat das jetzt nur Chandra getroffen? Oh, Sand hat sich verwandelt. So, die hauen wir weg. Oder hauen wir die weg? Ja. Nischka könnte ich mal heilen, wenn ich dazu komme. Wo ist denn überhaupt Nischka? Nischka ist direkt hier, dann komme ich ja dazu. Mal eine schwere Wundenheilung. So. Ach, weil Sandy an... Hä? So... Sand? Ich könnte jetzt vermutlich etwas über einen also, immer lassen. Köter. Oh, danke schön. So hat Sand der Nischka angegriffen, oder sah nur so aus. Sind wir hier fertig? Ach nee, da hinten ist scheinbar doch irgendwas. Hä? Ach da, ein Succubus. Oh, ich glaube, die Leute sterben hier ein bisschen. Wetterley, Tode nah. Gar nicht mal so toll. Eine Heilung kannst du mal kriegen. Dem anderen Typen. Ich finde, der andere Typ ist bestimmt schon tot. Mit Gaff. Eine schwarze Ballard. Okay, die leben doch alle. Ja, komm. Das schafft ihr doch. Ein Schaden, ey. Wundervoll. Ihr seid die Besten. So, jetzt aber. Ja, stirb ist ein gutes Stichwort. Das könnt ihr gerne tun. 32, das war gut. Was? Ein markerschütterter Schrei dringt von oben an euer Ohr. Die Stimme klingt wie die eines älteren Mannes. Und tatsächlich. Bei den Höllen, das war Terrell. Die dreifach verfluchten Dämonen sind an uns vorbei oder haben die Wände des Hauses entkommen. Nach oben, Knappe, geht. Ich halte die restlichen hier. Und dann gehe ich halb. Tschüss. Schau ich mal, was da oben los ist. So. Hallo. Okay, ich höre schon irgendwelche Zauber. Und da flammt gerade irgendwas auf. Ach, Feuer im Fiete. Tut das denen weh, wenn ich da eine Glühfeder habe, wenn ich ihn zaume? Das wäre interessant zu wissen. Hat es denen weh getan? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte ich die danach mal alle ein bisschen heilen. Sand band wieder sinnloserweise irgendwas. So, ich weiß, der immer bannen will. So. Nimm das.
komm, das sind nur ein paar Insektchen. Das kriegen wir schon zum Club. Quarver wirft die ab. Ach, Quarver ist so, das ist gar nicht Sand. Das sind ja meine anderen Leute. Die haben sich irgendwo verdrückt. So. Da kommt ein zenitischer Bär. Und ja, bevor wir dann mit den anderen Leuten hier sprechen, würde ich sagen, ich beende hier mal die Folge und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Neverwinter Nights 2.